So ist das Leben. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Digitalisierung ist in den Medien und in ihren Willensbekundungen leider deutlich präsenter als in Form digitaler Anwendungen, die den Bürgern tatsächlichen Nutzen bringen. Bisher haben sie in der Gestaltung und Umsetzung die Digitalisierung sträflich verschlafen. Aber jetzt, es soll losgehen, richtig. Deutschland soll Leitmarkt für die 5G werden. Glasfaser bis vor jeden Bauernhof und Gigabitnetze flächendeckend schon in 7 Jahren. Letzteres können Sie ja gut zusagen, liebe Koalition. Denn 2025 sind Sie ja mit Sicherheit nicht mehr in der Regierung. Doch auch für die übrigen Punkte gilt, die Vorstellungen, mit denen Sie die Digitalisierung nun endlich auf den Weg bringen wollen, sind ein politisches Soufflé, genauso luftig von der Konsistenz. Die Schwächen bei der Finanzierung haben wir mehrfach angesprochen. 10 bis 12 Milliarden Euro, kaum mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Die aktuellen infrastrukturellen Schwächen sind ja auch nur eins von vielen Problemen. Die Digitalisierung entwickelt sich weltweit in unglaublichem Tempo, auch und gerade zum zentralen bildungspolitischen Thema und zu einer entscheidenden Frage über die künftige Rolle und Bedeutung der deutschen Volkswirtschaft. Der Hochschulbildungsreport 2020 stellt fest, für die Einführung des Wahlfaches Informatik und Programmieren in der Sekundarstufe 1 und 2 wären 4.000 zusätzliche Informatiklehrer notwendig. Für die Einführung eines Pflichtfaches Informatik von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2 nach britischem Modell wären es sogar 24.000. Wenn Ihnen dieser Umbau nicht gelingt, ist selbst Ihr E-Governance in Frage gestellt, das Sie ja bereits vollmundig versprechen. Wie wollen Sie diesen Missständen abhelfen, Frau Beer? Und wie wollen Sie Breitbandausbau und Education Technology in die Schulen bringen, in die es hineinregnet, in denen Toiletten defekt sind und der Putz von den Wänden fällt, wie Ihr langjähriger Kollege Wolfgang Bosbach gestern noch in der Bild-Zeitung feststellt? Und recht hat er, der Herr Bosbach. Der erfahrene Herr Bosbach scheint Sie, Frau Beer, als Staatsministerin auch nicht so ernst zu nehmen, wenn er über die nötige Schulausstattung wie folgt spottet. Ich zitiere: Wir brauchen auch noch etwas zusätzlichen Parkraum für die Flugtaxen, mit denen unsere Kinder demnächst zu den tiptop renovierten Lehranstalten gebracht werden, damit sie beim Fach Digitalkunde rechtzeitig ankommen. Immerhin war Ihre Bemerkung über Flugtaxen, Frau Beer, Trending Topic bei Twitter. Jetzt sind wir alle gespannt, wie eine Frau, die nur Politik gelernt hat, die Digitalisierung dieses Landes zum Fliegen bringen will. Wesentlich, Frau Beer, wird sein, wie Sie das Wesen der Digitalisierung begreifen, ob Sie in der Lage sein werden, Prioritäten zu erkennen und sie durchzusetzen, und ob es Ihnen gelingt, die Komplexität zu durchdringen und die richtigen Schritte zu gehen. Wir haben da mit Verlaub unsere größten Bedenken. Ohne das von uns geforderte Digitalministerium, ohne Apparat im Rücken und ohne echtes Empowerment bleiben Sie, wie das Handelsblatt richtigerweise ausführte, eine politische Luftnummer. Recht herzlichen Dank. Ich erteile das Wort für die SPD-Fraktion dem Kollegen.